Gemeinsam erschaffen wir das Paradies auf Erden. Hallo, heute möchte ich euch meine Geschichte weitererzählen. Und zwar ist ja beim ersten Teil die Frage übrig geblieben, warum ich damals bei diesem lang ersehnten Maya-Vortrag plötzlich eingeschlafen bin. Ihr wisst ja, durch das Buch Die Prophezeiung von Celestine habe ich mich daran erinnert, dass ich schon als Kind viel über die Mayas wissen wollte und habe den Wunsch ja 34 Jahre lang verdrängt gehabt, und ausgelöst durch dieses Buch fing ich dann 2010 an, ja, den Wunsch wieder auszugraben. Und dann gab es einige Fügungen. Und so war ich dann 2011 auf diesem ersten Maya-Workshop, einem Celestine Summer Camp, und bin da eingeschlafen. Und das hat mir Rätsel aufgegeben, weil ich das erstmal, wieso jetzt? Ich habe das doch so mir herbeigesehnt, und plötzlich war ich einfach eingeschlafen. Warum ist das dann passiert? Ja, nachdem ich dann diesen Laden in der Stadt kennengelernt hatte, von dem ich euch ja im letzten Podcast erzählt habe, war ich dann ein Jahr lang bei jedem Maya-Feuerritual und anderen Ritualen dabei, inklusive dem sehr bekannten 21.12.2012, an dem ja das Ganze, die 26.000-Jahre-Zyklus zu Ende war. Und dann kam das magische Jahr 2013. Und da steckt ja schon 20 und 13 drin. Das ist ja der Maya-Energiecode schlechthin. Also sogar das ganze Jahr hatte diese Energie. Dann ging ich im Januar mal wieder in den Laden in der Stadt. Und der Ladenbesitzer bot mir immer eine Tasse Tee an. Und wir erzählten ein bisschen. Und dann fragte er mich, ob ich denn den Maya-Kalender ausgedruckt mit nach Hause nehmen wollte. Und ich war ziemlich überrascht. Okay, ja, gern. Aber ich spürte irgendwie innerlich, das hat mein Herz sehr weit gemacht. Und dann hat er mir in ganz kurzen Worten erklärt, wie der Kalender funktioniert, dass eben 20 Töne und 13 Töne und 20 Energien sind und dass die Kombinationen jeden Tag ablaufen und noch ein paar andere Sachen. Und ich hatte das Gefühl, ja, das ist mir alles irgendwie sofort klar. Ich habe euch jetzt in meinem Blog dazu auch noch ein Video verlinkt. Falls ihr genauer wissen wollt, wie der Maya-Kalender funktioniert, könnt ihr da drauf schauen. Er empfahl mir dann jeden Tag am Abend einfach zu schauen, welche Schöpfungsenergie der Tag hatte, und dann im Nachhinein den Text dazu durchzulesen. Also den Tag beobachten und dann abends lesen. Und so habe ich dann mindestens 3 Zyklen damit verbracht, das heißt 3x 20 Tage, diesen Text abends zu lesen und ihn mit den Ereignissen des Tages abzugleichen. Und das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und ja, ich konnte ziemlich schnell dann auch die Namen der einzelnen Schöpfungsenergien auswendig, was für mich eigentlich auch schon so ein Hinweis war, dass es ein Erinnern war und nicht ein Neulernen. Ich habe dann versucht, im Internet die entsprechenden Symbole zu den Schöpfungsenergien zu finden. Da waren auch dann noch so diese Lebensbäume obendrauf. Da stand dann, welche Energie im Osten, Westen, Süden, Norden ist. Und das wollte ich unbedingt rausfinden, und dann war ich irgendwann komplett verwirrt. Also irgendwie hat es alles nicht zusammengepasst. Das dauerte dann bestimmt mindestens eine, wenn nicht mehrere Wochen, bis ich da Klarheit hatte und den Grund fand, dass es 2 unterschiedliche Maya-Kalender-Berechnungsmethoden gibt, also Zuordnungen zu unseren heutigen Tagen. Und dann dämmerte es mir plötzlich, wie Schuppen fiel es mir von den Augen. Aha, deshalb bin ich 2011 bei diesem Vortrag eingeschlafen. Es war einfach nicht für mich dran, mit der anderen Berechnungsmethode anzufangen. Und ich sollte mit dieser, also der True Count Methode oder der
die indigenen Schamanen in Guatemala nutzen, in Kontakt kommen. Habe mich dann gefragt, ja, aber warum gibt es jetzt zwei Berechnungsmethoden? Und ich fing dann an zu forschen und bekam dann auch nach und nach immer mehr Antworten. Zum einen verstand ich, dass die zwei Methoden wohl mehr oder weniger im Internet True Count und Dream Spell genannt werden. Ja, wer über was wie viel geschrieben hat und so. Und ich habe dann jetzt noch ein weiteres Video in meinem Blog gemacht, wo ich euch erkläre, wie der Vergleich dieser zwei Methoden am Beispiel eines Schaltjahres, also wie die Zuordnung der Tage zu unserem Kalender von der einen und der anderen Methode läuft. Also wenn ihr Lust habt, schaut gerne rein. Genau, soweit wollte ich euch heute erzählen, warum ich damals eingeschlafen bin und wie es mich nach Guatemala dann geführt hat. Das wusste ich dann an dem Tag, als mir der Ladenbesitzer den Kalender ausgedruckt hat, auch noch nicht. Aber es geht auf jeden Fall noch sehr spannend weiter beim nächsten Podcast. Freue mich drauf, falls du Lust hast, dann nochmal dabei zu sein. Und falls du Lust hast, selber auch zu forschen, ich habe dir im Blog auch noch den Artikel verlinkt, wo jemand über den Unterschied zwischen Dream Spell und True Count einen Artikel ins Internet gestellt hat. Und dann kommt ihr natürlich auch zu den Beschreibungen der Schöpfungsenergien oder auf Maya-Sprache Nahuales. Ihr könnt euch dort auch Symbole für euren eigenen Nahual suchen oder Monatskalender ausdrucken. Oder falls du Lust hast, mal in der Maya-Energie ein Ritual zu erleben, findest du dort auch die Links. Freue mich und wünsche dir noch einen schönen Tag.